solle, antwortete Ulrike zu unserer Verblüffung: Ich glaube Bodo. Ältere Geschwister fühlen sich oft von der Mutter vernachlässigt und werden eifersüchtig. Das hatten wir bereits in klugen Ratgebebüchern gelesen. Nichts davon bei Ulrike. Sie akzeptierte das Brüderchen sofort liebevoll. An dem Tag, als ich Inge und das Baby heimholen wollte, war Herr Steinweg verhindert. Der freundliche Vertreter eines Bilderbuchverlages bot sich als Chauffeur an. In seinem Auto machte der Knabe seine erste Fahrt. Auf den ersten Abend mit Inge und dem Baby hatte ich mich gefreut, aber Frau Schmidt hielt sich bei Inge auf und machte keine Anstalten zu gehen. Daraufhin entfuhr mir wohl eine ungehaltene Bemerkung, woraufhin sie fluchtartig die Wohnung verließ. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie sich sehr an Inge gehängt und fühlte sich bei uns wohl, so wohl, dass es mir lästig wurde. Um die Trauerzeit zu erleichtern, hatte Inge sie wiederholt zum Mittagessen eingeladen. Inge hatte ein gutes Herz. Ich war immer ein Egoist gewesen. Besonders, wenn meine Pläne gestört wurden. Ulrike war, laut Herrn Hederich, ein dickes Kind. Christian weniger. Nach einigen Monaten zeigte sich, dass er einen dicken Schädel hatte. Kein zukünftiger Sportsmann. Als er zu gehen anfing, fürchtete man immer, er würde das Gleichgewicht verlieren. Er fiel aber nicht. Er war ein Schreihals, der schon bald einen festen Charakter erkennen ließ. Im Dunkeln konnte und wollte er nicht einschlafen. Die Tür musste immer angelehnt sein. Selbst Herr Steinweg, als er mit seiner Frau zu Besuch war, schaffte es nicht, seine Erziehungsmethoden durchzusetzen. Ohne Schnuller konnte es der Knabe nicht aushalten. Nur machte er sich einen Spaß daraus, den Schnuller weit ins Zimmer zu werfen, dass wir ihn suchen mussten. Er gab keine Ruhe, bis er ihn wieder hatte und dann beruhigt daran nuckelte. Ein herausragendes Ereignis muss ich noch erwähnen. In einem Buch mit dem Titel »Die schönste Zeit des ganzen Jahres« beschrieb der Vielschreiber Jörg Zink die Tage zwischen Weihnachten und Silvester. War die Vorweihnachtszeit geprägt von Hektik, atmete man nach dem Trubel auf und erfreute sich der Ruhe, kam endlich in den Genuss abseits von Neuheiten. Am Abend sangen wir mit Ulrike Weihnachtslieder, lasen Gedichte und Geschichten vor. Einmal, als 7 Kerzen auf dem primitiven Bücherregal brannten, holte Inge ihre Geige hervor und spielte Bach, Vivaldi oder Corelli. Ich weiß es nicht. Jedenfalls Barockmusik. Es war ein einmaliges Erlebnis. Ich sage einmalig, denn nie spielte sie danach wieder. Wie ein goldener Stern prangt dieser Abend am Himmel meiner Erinnerungen. Vielen Dank.